Die dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Frohe Kunde vor dem Anpfiff für alle Fans des FC Carl Zeiss Jena. Urgestein René Eckhardt hält dem Club auch in schweren Zeiten die Treue. Er hat seinen Vertrag verlängert. Unmittelbar vor dem Duell der Absteiger. Jena gegen Groß-Asbach. Doppelter Drittliga-Abschied. Spannungstechnisch auf dem Niveau eines Trainingsspiels. Carl Zeiss mit dem besseren Start. 14. Minute. Und Gabriele lässt die erste dicke Gelegenheit liegen. Sie würden ihn gerne halten in Jena und mit ihm in die Regionalliga gehen. Ob das gelingt, angesichts von 10 Saisontoren von Gabriele, eher unwahrscheinlich. Auch Groß-Asbach meldete sich zu Wort. 17. Minute, Martinovic hat Platz und Auge für Santoro. Erste Möglichkeit für ihn in der dritten Liga. Und der Pfosten muss es ausbaden. Drittliga-Debüt und beinahe sein erster Treffer. Zu zentral angesetzt, Sedlak letztlich ohne Probleme. Carl Zeiss in Durchgang 1 die bessere Mannschaft. Zeynulao schön bedient und mit dem Zuspiel für Dedidis. David Nrezza-Bisinger hält die Null. Der Torhüter der SG Sonnenhof gab heute sein Drittliga-Debüt und zeigte eine bärenstarke Leistung. 0:0 zur Pause. René Klingbeil wird mitgehen in die Regionalliga Nordost als Co-Trainer, ebenso wie Hans-Jürgen Beusen, der sein Team auch in der Regionalliga Südwest coachen wird in der nächsten Saison. Ünlü Çiftçi mit der ersten Möglichkeit in Durchgang Nummer 2. Groß-Asbach wurde besser, die schlechteste Offensive der Liga. Mutiger in Halbzeit 2. Martinovic, das Lattenkreuz, rettet für Carl Zeiss Jena. Martinovic mit schöner Drehung. Fiedler eingewechselt, hat das Nachsehen. Und das Aluminium rettet für den FCC, der sich nur noch selten offensiv zu Wort meldete. Dann mal in der Minute 75. Gabriele lässt Leist stehen und scheitert erneut an Nrezza-Bisinger. Der 18-Jährige mit toller Reaktion gegen Gabriele. 87. Minute. Groß-Asbach wollte sich mit einem Sieg verabschieden. Ünlü Çiftçi. Und wieder ist es die Latte, die Carl Zeiss am Leben lässt. So wird der Einschlag verhindert. 90. Minute. Sedlak, der beweist nicht nur, dass er ein guter Torwart ist, der beherrscht auch das sofortige Umschaltspiel. Schneller Abwurf auf Fiedler. Und der sieht Hamann. Da ist ein Nrezza-Bisinger in der 90. Minute. Erlaubt er sich seinen ersten und einzigen Fehler. Und Nico Hamann nutzt den aus. Zweites Saisontor für ihn, weil Nrezza-Bisinger im entscheidenden Moment nicht funktioniert. So sorgt Carl Zeiss für ein halbwegs versöhnliches Saisonende. Jetzt heißt es für beide Umbruch und Neustart. Es war ein irres Jahr. Es ist wirklich ein Jahr zum Vergessen. Das braucht man hier nicht nochmal. Man muss jetzt einfach intern den Restart-Knopf drücken und von vorne anfangen in der Regionalliga Nordost, was sicherlich auch nicht ganz einfach ist. Aber ja, wir sollten einfach diese Lehren ziehen aus der Saison, was wir da alles falsch gemacht haben und mal kurz durchschnaufen und mit neuer Energie dann rangehen. Wir müssen jetzt erstmal eine neue Mannschaft wieder zusammenstellen. Ich glaube, das ist ja die erste Aufgabe, die wir jetzt haben. Und dann müssen wir eine gute Vorbereitung spielen und dann gut die Regionalliga auch annehmen, weil das ist kein Selbstläufer. Und da von vornherein zu sagen, wir steigen gleich wieder auf, da würden wir uns, glaube ich, meiner Meinung nach jetzt schon vorneweg zu viel Druck aufbauen. Verbale Zurückhaltung vor dem schweren Gang in die Regionalliga. Trotzdem laufen natürlich in Groß-Asbach und in Jena schon jetzt die Planungen für die Mission Wiederaufstieg. Alle Spiele der dritten Liga und vieles mehr live bei Magenta Sport.